Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute ist es endlich soweit. Heute geht's los mit der Bundesliga. Das Auftaktspiel steht an und wir müssen heute zu Hause gegen Werder Bremen ran. Ich freue mich unglaublich drauf. Endlich geht's los. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht viel drumherum. Wir gehen direkt rein. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena. Ein Traum. Und ja, wir in Rot, Bremen in Grün, also in diesem Grün-Weiß gestreiften. Wir versuchen es erstmal auf Weltklasse. Wenn das zu einfach sein sollte, dann werden wir demnächst auf Legende umschalten. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie es wird. Tornews sollten wir eigentlich keine haben. Heute ist Eröffnungsspiel, heute spielen nur wir. Und ja, nach dem Video, also nach dem Spiel, schauen wir nochmal die DFB-Pokalauslosung an, denn die fand ja erst statt und da haben wir unser Gegner für die nächste Runde bekommen. Die kann man schon so viel sagen. Es ist ein absolutes Topspiel. Und ja, da freuen wir uns drauf. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und damit herzlich willkommen hier aus der Allianz Arena zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison. Der FC Bayern München empfängt Werder Bremen. Wir freuen uns auf eine neue Saison. Die Bayern sind gut dabei und wow! Das Stadion sieht ziemlich geil aus mit der Choreografie. Auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als in FIFA 16. Und hier, ja, der Bayern-Trainer. Mit Anspannung wird er in dieser Saison starten. Es ist echt geil aufgemacht. Mit Bundesliga-Logo in der Mitte, mit dem Plakat, sagen wir mal so. Und ja, es sieht cool aus. Wir lassen es erstmal durchlaufen, mal schauen, ob wir irgendwie Neuerungen sehen. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich jetzt in FIFA 17 in ein Pflichtspiel reingehe. Bis jetzt haben wir ja nur die Vorbereitungsspiele gehabt und hier die Zuschauer. Sie setzen sie wieder hin und ab geht's. Ab geht die Stimmung. Beide Teams begrüßen sich jetzt erstmal. Und dann werden wir gleich mal auf die beiden Aufstellungen schauen. Von Werder Bremen und vom FC Bayern München. Kruse mit dabei in der Startaufstellung, sehen wir schon. Und ja, viele, viele andere. Aber das werden wir jetzt dann hoffentlich gleich sehen. Das Begrüßen dauert verdammt lange. Muss man da jetzt jeden einblenden, der was da durchläuft. Und ja, ich werde mal schauen, ob ich das in die zukünftigen Spiele dann wegdrücke. Hier mal wieder der Motivationskreis. Nochmal heiß machen auf das Spiel. Ja, Bundesliga-Auftakt. Die drei Punkte sollen natürlich hier in München bleiben. Einfach wird es nicht. Und hier nochmal auf der anderen Seite. Ich frage mich jetzt bloß, kommen die Aufstellungen überhaupt? Das würde mich jetzt schon interessieren. So, und hier sehen wir auch die Südkurve in München. Die dreht natürlich schon wieder komplett am Rad. Hier ist David Alaba im Bild. Und es sieht so aus, als würden wir echt keine Aufstellung bekommen. Nee, es gibt tatsächlich keine Einblendungen von den Aufstellungen vor einem Spiel. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Hier auf jeden Fall der Ball. Und Lewandowski ist heiß, hat eine unglaublich gute Vorbereitung gespielt und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Die Bundesliga-Saison, die neue Bundesliga-Saison, sie hat begonnen. Der FC Bayern München mit dem Anstoß und rein geht's also in 34 Spieltage hochklassigen Fußball. Und mal schauen, was das hier und heute wird. Ja, die Bayern, wir können ja mal die Aufstellung so durchgehen. Vorne natürlich Robert Lewandowski, links ist Franck Ribéry mit dabei, rechts Douglas Costa. Und dann im Mittelfeld haben wir schon Arturo Vidal, der einsetzt. Ja, Vidal mit der Chance, Glanzparade und dann ist er da. Vierte Minute. In der vierten Minute schlägt der Top-Torjäger aus der letzten Saison zu, Robert Lewandowski. Wiedwald mit einer richtig starken Parade. Aber der Ball geht direkt vor die Füße von Robert Lewandowski. Und das ist ein Blitztor zum Auftakt in diese neue Bundesliga-Saison. Robert Lewandowski. Eine unglaublich gute Vorbereitung hat er gespielt. Und jetzt trifft er. Und er trifft. Und jetzt führt der FC Bayern München gegen Werder Bremen mit 1-0. Was für ein Auftakt in dieses Spiel. Stark natürlich der Schuss von Arturo Vidal. Den hat Wiedwald auch klasse pariert, aber dann im Nachsetzen von Lewandowski war er einfach machtlos. Da war nichts drin, den zu halten. Und jetzt versucht Werder Bremen hier dagegen zu halten, über Kainz. Schöne Hereingabe und Boateng wird hier schon mal unter Druck gesetzt. Macht er aber gut und ab geht's mit dem Bayern über Douglas Costa. Und er zieht natürlich schon wieder an. Der zieht an, in der Mitte läuft Lewandowski mit. Jetzt kommt der Pass und mit Glück
wird dieser Pass abgefangen. Sonst wäre es wahrscheinlich die nächste große Torchance und vielleicht schon das 2:0 für Lewandowski gewesen. So, und oh, das war ein bisschen zu optimistisch von Philipp Lahm. Springt da in den Gegner rein. Das ist ein Foulspiel. Freistoß wird hier nicht schnell ausgeführt. Das ist die lange Variante. Und hier Robert Lewandowski. Ja, er stellt einen Rekord nach den anderen auf. Letztes Jahr den schnellsten Fünferpack der Fußballgeschichte in der Bundesliga. Und diesmal vielleicht das schnellste Tor in einem Eröffnungsspiel. So, da ist David Alaba. Ja, der geht zu Franck Ribéry. Der sieht Renato Sanchez. Neuzugang von Benfica Lissabon. Und jetzt Arturo Vidal. Da ist Philipp Lahm. Außen lauert Douglas Costa. Der Ball geht aber erst in die Mitte zu Robert Lewandowski. Und der leitet weiter zu Xabi Alonso. Also nach diesem Führungstor vom FC Bayern München ist jetzt nicht mehr so viel Druck dahinter. Also die Bayern lassen das gut angehen, kombinieren sich immer wieder mal ganz nett vor das gegnerische Tor durch und haben hier vielleicht die nächste. Wieder Vidal, Arturo Vidal, und da kommt er nicht ran. Gut geblockt, und dann kann sich Werder Bremen erstmal in höchster Not befreien. Und weiter geht's über Bartels. Finn Bartels gegen David Alaba. Oh, Alaba im Nachsetzen. Also die Bayern gehen auch körperlich sehr betont ran an die Sache. Machen hier keine halben Witze. Und dann Xabi Alonso mit einem interessanten Ballgewinn. So, Alonso mit dem Versuch der Flanke. Diese wird aber direkt abgefangen. Und Bremen erstmal wieder zurück am Ball. Also bis jetzt schlägt sich Bremen hier nicht so schlecht. Sie versuchen hier gut mitzuspielen, aber tun sie natürlich schwer gegen dieses Star-Ensemble des FC Bayern München. Bekommen jetzt aber die Chance, aber der Pass war zu schwach. Als dass da nur was Gefährliches draus werden kann. So, aber nochmal der Schuss aus der Distanz. Aber Mats Hummels kann klären. Ja, Mats Hummels, auch er der Neuzugang vom BVB. Direkt im ersten Bundesligaspiel von Anfang an. Robert Lewandowski macht das gut. Sieht Costa. Costa sieht Lewandowski. 2:0. 23. Minute. Das 2:0. Für den FC Bayern München. Schönes Zusammenspiel. Lewandowski sieht Costa. Und dann Costa sieht, dass Lewandowski sich da Platz verschafft hat in der Mitte. Und schiebt den Ball zum 2:0 ein. 23 Minuten sind nun also gespielt in der Münchner Allianz Arena. Und der FC Bayern München führt mit 2:0. Auftakt nach Maß, würde man hier in Bayern sagen. Stark gemacht. Und jetzt ist das natürlich schon ein schweres Brett hier für den SV Werder Bremen. Die müssen sich hier jetzt wieder fangen und schauen, dass sie hier nicht noch komplett untergehen. Und das wird unglaublich schwer, denn es ist noch über eine Stunde zu spielen hier in München. Das wird eine schwere Aufgabe. So, aber jetzt gibt es erstmal Einwurf für die Grün-Weißen. So, schnell ausgeführt. Da ist Junuzovic. Stark von Jerome Boateng, wie er sich diesen Ball holt. So, und jetzt Philipp Lahm. Habt jetzt zu Arturo Vidal. Lewandowski und Xabi Alonso. Und die Bayern kombinieren sich schon wieder zauberhaft nach vorne. Aber der Pass zu Ribéry kommt da nicht an. Aber die Bayern super. Renato Sanchez gewinnt den Zweikampf. So, jetzt Arturo Vidal. Bremen bekommt keine Minute zum Durchschnaufen. Und Arturo Vidal wird von dem Bein geholt. So, Freistoß Bayern aus, ja, ich würde sagen, 25 Meter. Und gibt es die erste Gelbe in dieser Saison. Der Schiri will da die Situation beruhigen, holt sich den guten Herrn her und sieht gelb. Für Sané, auch ein neuer, nee, für Santiago Garcia. Okay, warum hat sich dann Sané drüber aufgeregt? Keine Ahnung. Ja, der Ball ist weg, Arturo Vidal liegt, und hier sind wir den Bayern-Trainer. Das sieht vielleicht nach Erleichterung aus, dass es hier bis jetzt so gut läuft. Und jetzt der Freistoß für die Bayern. 29. Minute, es sind keine Ahnung, wie viel Meter, es wird leider nicht angezeigt. So, Lewandowski will, aber ich würde sagen, Xabi Alonso schießt, weil das ist, glaube ich, unser bester Freistoßschütze. Also Xabi Alonso mit dem Freistoß stellt sich bereit. Nimmt noch ein bisschen mehr Anlauf. Xabi Alonso, Alonso. Ja, direkt auf den Torhüter, schade. Aber ein Versuch war es wert. Felix Wiedwald ohne Probleme hält diesen Ball sehr fest. Halbe Stunde ist gespielt in der Allianz Arena. Die Bayern führen mit 2:0. Lasse momentan nichts anbrennen. Aber ja, mal schauen, wie sie Bremen jetzt mal wehrt. So, da kommt Finn Bartels mal gut durch. Der lässt hier die Bayern alt aussehen. Und jetzt zieht er mal an der Außenlinie. So, die Chance ist so, Flanke ist da. Kruse wartet mit der, aber dann dauert es einfach zu lange.
Alaba geht dazwischen und jetzt die Bayern wieder über Costa. Versucht schnell umzuschalten und jetzt kommt der wunderschöne Ball zu Ribéry. Wow, das war ein Ding. So, Ribéry mit der Flanke in die Mitte. Da ist so wieder Lewandowski, der ein Luftloch schlägt. Das war die Chance zum 3:0. So, und hier sehen wir, ja, Pjanic ist ja von Rom zu Juventus Turin gewechselt. Und leider sehen wir die Chance nicht mehr, die was da Robert Lewandowski liegen hat lassen. Das war ein riesen Ding hier. Wenn er den irgendwie erwischt, dann ist er im Tor, dann steht es hier schon 3:0. Also die Bayern wirklich heute gut drauf. Sie bestätigen ihre Form aus der Vorbereitung. Sie lassen bis jetzt nicht viel anbrennen. Aber gut, Werder Bremen ist jetzt nicht unbedingt der Konkurrent, der was mitspielt um die Meisterschaft. Da werden andere kommen. Da wird ein Gladbach kommen, ein Leverkusen, ein Dortmund, ein VfL Wolfsburg. Das wären andere Kaliber und ich will gar nicht dran denken, wenn da mal die internationalen Großen kommen. Barca, Atletico, das wären auch noch ganz, ganz andere Gegner werden. So, jetzt geht's weiter über Kainz. Garcia, Renato Sanchez versucht da schon wieder früh zu stören hier. Da ist Sané und Bagfrede. Weiter geht's zu Junuzovic. Die Bayern greifen einfach früh an und vor allem auch körperlich betont. So, da bleibt wieder einer liegen bei Bremen. Also die Bayern, die scheuen ja auch keinen körperlichen Kontakt. So, und jetzt Lewandowski mit dem Ball zu Alonso. Xabi, Alonso! Nein, der bringt ihn nicht rein. Felix Wiedwald mit einer super Parade gegen Xabi Alonso. Der legte sie auf rechts rüber, will ihn dann vorbeischieben. Gelingt ihm aber nicht. Und Felix Wiedwald super pariert. So, jetzt Eckball für die Bayern. Mal schauen, was daraus wird. Ribéry kommt interessant rein. Das Hummels mit vorne. Müsste nochmal Eckball geben. Und so ist es auch. So. Der Trainer schaut sich das alles sehr genau an. Und jetzt also nochmal Eckball für die Bayern. Ribéry. Der kommt gut als Boateng. Ja, ordentlicher Kopfball. Felix Wiedwald ist zur Stelle. Weiter geht's mit dem dritten Eckball in Folge. Stark pariert. So, jetzt geht's weiter. Dritter Eckball in Folge. Wieder Ribéry. Wieder Boateng mit vorne. Lewandowski versucht den Ball im Spiel zu halten. Nochmal Eckball. Ja, oh Mann, jetzt muss man sobald mal ein Tor schießen. Jetzt kommen wir ja nicht mehr voran. Auf jeden Fall Nachspielzeit, ersten Halbzeit läuft. Und nochmal Eckball. Jetzt wird's langsam langweilig. Hallo, jetzt machen wir mal eine neue Variante, kurze Variante. Da kommt nicht Douglas Costa. Es sieht Renato Sanchez. Einwurf gibt's. So, Einwurf für die Bayern. Schnell ausgeführt. Ah, schade, da hat Hummels ein bisschen gepennt. Und dann der Rückpass zu Felix Wiedwald. Der haut den Ball erstmal weg. Und dann soll es so langsam auch mit der ersten Halbzeit hier sein. Jawohl, der Schiri pfeift ab. Erste Halbzeit ist vorbei. Der FC Bayern München führt mit 2:0 gegen Werder Bremen. Es wären mehr Tore drin gewesen. Robert Lewandowski, beide Tore hat er gemacht. Er hätte auch nur eins mehr machen können. Und ja, so gehen wir rein in die erste Halbzeitpause dieser neuen Bundesliga-Saison. Spannung kam bis jetzt nicht gerade gut viel auf. Aber ich bin guter Dinge, dass vielleicht in der zweiten Halbzeit Werder Bremen noch ein bisschen besser ins Spiel kommt. So. Ja, chancenmäßig waren wir gut dabei. Wir hätten echt mehr Tore machen müssen. Aber so bleibt es vielleicht nur offen. Die machen ganz kurz einen Schnitt. Ich muss mein Näschen putzen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann gehen wir am besten direkt in die zweite Halbzeit rein. Weiter geht's beim Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison. Der FC Bayern München gegen Werder Bremen. Aktuell steht es 2:0 für die Bayern. Torschütze war Robert Lewandowski. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Mal schauen, wie Werder Bremen in die zweite Halbzeit reingeht. Vielleicht versuchen sie ja hier nochmal den Anschlusstreffer herzustellen. Und wenn der fällt, dann ist natürlich noch alles möglich. Aber bis jetzt hatten die Bayern das Zepter gut in der Hand. Hummels, 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 Hummels. Ein bisschen irritiert bei dieser Ballername. Aber ging nochmal gut. Und da ist Douglas Costa. Weiter geht's zu Arturo Vidal. Aber der verliert den Ball. Und jetzt versucht hier Bremen vielleicht direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit Druck aufzubauen. Mal schauen, ob das gelingt. Und hier ist der Ballverlust. So, Lewandowski. Die Bayern mit der Chance zum Kontern. Außen geht Costa. Costa gegen Bagfrede. Die zieht er ab. Unten ist Ribéry mit dabei. Die Flanke ist gut. Latte. Lewandowski. Fast mit dem Hattrick. Aber die Bayern bleiben dran. Renato Sanchez wird hier hart attackiert. Verliert den Ball, aber Jerome Boateng fängt diesen ab. Super gemacht. Und jetzt geht's weiter. Da ist Kruse. Er sieht Finn Bartels.
Oh, der wird sofort attackiert von David Alaba. Super gemacht von David Alaba. Und jetzt Renato Sanchez zu Arturo Vidal. Vidal schön außen gesehen. Da ist Douglas Costa. Costa wieder zurück zu Vidal. Der Ball kommt mit ein bisschen Glück an. Arturo Vidal. Vidal mit der Flanke. Und da wäre Ribéry komplett freigestanden am zweiten Pfosten. Die Bayern lassen... Oh, und jetzt ein Fehler von Mats Hummels. Aber Jerome kann dann Kruse dann doch noch stoppen. Das wäre gefährlich geworden, wenn er da durchgekommen wäre. Hätte Manuel Neuer wirklich ernsthaft mal Arbeit heute bekommen. So, jetzt die nächste. Wieder Costa mit viel zu viel Platz da draußen. Das muss Bremen besser in den Griff kriegen. Nächste Chance und Lewandowski Schuss abgefälscht. Knapp drüber. Und hier nochmal in der Wiederholung. Puh, der wäre unhaltbar gewesen, würde ich jetzt mal sagen, wenn der nur reingegangen wäre. So, Fritz kommt. Petzos geht raus. Und wir werden auch mal wechseln. Wir wollen natürlich unsere jungen Spieler auch mal zur Geltung bringen. So, Arturo Vidal, der Frau sagt, gut gespielt. Joshua Kimmich kommt neu rein. Und aus dem Kingsley kommen wir auch mal raus. Rein. Und Franck Ribéry geht raus. Und dann gehen wir rein in die letzte halbe Stunde. Und hier ein, wow, ein wunderschöner Blick auf die Allianz Arena. Und beim nächsten Mal muss der SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg ran. Interessantes Spiel. Und wow, was für ein geiler Blick, ganz ehrlich. Der war geil. Das haben sie auch neu eingebaut. So, Ecke ist gut, da ist Hummels mit vorne. Und Lewandowski mit dem Kopfball. Aber Felix Wiedwald mit der Superparade. Und jetzt Junusovic. Bremen versucht hier noch irgendwie dagegen zu sein. Mal schauen, ob das noch gelingt. Langer Ball vor zu Clemens Fritz. Fritz gegen Philipp Lahm. Da kämpfte und zieht er. Flanke ist trotzdem gut. Neuer muss ran. Nachschuss. Sanchez schmeißt ihn in allerhöchster Not dazwischen. Und jetzt die Chance für die Bayern vielleicht zum Konter. So, da ist Kingsley Coman auf der rechten Seite diesmal zuerst mal zu finden. Anscheinend bleibt erstmal Costa auf links. So, und die Flanke geht in den Rücken der Abwehr. Lewandowski. Robert Lewandowski hat hier sein drittes auf dem Fuß. So, jetzt Philipp Lahm. Wieder Lewandowski, wieder im 16er. Robert Lewandowski mit dem Abschluss. Diesen wird er geblockt. Und der lange Ball nach vorne. Aber der kommt sofort zurück. Die Bayern erhöhen jetzt also in der letzten halben Stunde ja doch nochmal deutlich den Druck. So, Kingsley, komm aus. Spielt den Ball durch zu Joshua Kimmich. Kimmich, da startet Sanchez! Sie lassen die ganz großen Chancen liegen. Renato Sanchez, eine Riesenchance zum 3:0. Und den muss er machen. Den muss er einfach reinmachen. Kimmich mit einer super Vorarbeit. Und Renato Sanchez lässt diese Chance liegen. So, Caldirola kommt. Santiago Garcia geht raus. Der hat ja in der ersten Halbzeit die gelbe Karte gesehen. Und wir werden direkt auch nochmal auswechseln. Wen bringen wir denn? Thiago für Xabi Alonso, der auch schon ganz schön runtergekämpft ist. Also, Wechsel beim FC Bayern München. Xabi Alonso geht runter. Applaus für ihn. Und Thiago Alcantara kommt. Die letzten 20 Minuten laufen. Ein Torfestival ist es nicht geworden. Aber es ist eine Demonstration des FC Bayern München. Leider keine guten Chancen aus Beute, das muss man heute sagen. Viele große Torchancen wurden heute liegen gelassen von den Roten aus München. Aber trotzdem, das ist das Eröffnungsspiel. Die Bayern werden sich verbessern. Aber das kommt dann alles erst mit der Zeit. So, Lewandowski kommt da nicht ran. Und jetzt Finn Bartels. Weiter zu Bargfrede. Junusovic. Da ist Kruse. Und außen ist Bartels. Ball geht jetzt aus. Einwurf für die Bayern. Werder Bremen hat heute auch keine wirkliche Gefahr ausgestrahlt. Ja, Tabaré kommt. Keins geht raus. Einwurf für die Bayern. So, und jetzt Kingsley Coman zu David Alaba. Alaba mit Schwung in den Sechser rein. Oh, den kriegt er aber nicht mehr. Nein, den kriegt er nicht mehr rein. Flanke wäre vielleicht gar nicht so schlecht gekommen, aber da war der Ball ein bisschen zu schnell für David Alaba. Was gibt's? Es gibt Abstoß für Werder Bremen. Und den haut Felix wieder, das ist weit weg. So, da ist Kingsley Coman. Und die Bayern versuchen also jetzt tatsächlich nur das dritte hier reinzudrücken. Da ist Joshua Kimmich. Kimmich, das ist ein Foulspiel. Ja, das ist ein Foulspiel. Freistoß für die Bayern. Ich hätte gerne den zweiten Spieler hier. Gibt's nicht, okay. Dann schauen wir mal, ob wir den irgendwie in Sätze bringen. So, interessante Variante.
Freistoßvariante muss ich mir erstmal durchschauen, was es da alles gibt, was ist die beste Variante. Da ist auf jeden Fall auch nur bei mir Potenzial nach oben. So, Einwurf ausgeführt von Sanchez. Und dann bekommt er den Ball direkt zurück. Und jetzt Costa. Schön gespielt von den Bayern. Costa sieht Sanchez. Und er hat hier die ganz große Chance wieder. Wird aber geblockt. Es bleibt beim 2:0. Die Bayern treffen einfach nicht zum dritten. Obwohl die Torschancen da wären. Jetzt nochmal die Flanke. Lewandowski kommt aber nicht ran. Die Flanke ein bisschen zu kurz. Und Werder Bremen versucht jetzt mal das Spiel ein bisschen vom eigenen 16er fernzuhalten. Caldirola am Ball. Der geht zu Kruse, der sieht ja Tabaré. Junuzovic. Noch 8 Minuten noch zu spielen. Bisschen Nachspielzeit wird es bestimmt auch geben. Und jetzt Caldirola gegen Mats Hummels. Hummels, super. Die Bayern haben wirklich eine gute Vorbereitung gespielt. Und das hat sich gelohnt, denn heute spielen sie auch sehr gut. Und dieser Pass super gespielt zu Renato Sanchez. Sanchez mit dem Ball zu Kingsley. Come on! Und der wird weggedrückt. Der wird ein bisschen weggedrückt. Aber alles im Fernbereich, keine Frage. Schade, gute Chance liegen lassen. Jetzt geht's weiter mit Yatabaré. Caldirola am Ball. Wieder Yatabaré. Schönes Zusammenspiel und Bremen versucht hier zumindest noch den Anschlusstreffer zu ziehen. Aber die Bayernabwehr mit Hummels und Boateng eigentlich in fast jeder Situation heute fehlerfrei. Hier mal, oh, Kingsley, komm mal mit einem üblen Ballverlust. Jetzt für den Bartels die letzten Minuten laufen und Alaba nochmal dazwischen und jetzt Kingsley Coman. So, Alaba und Coman gehen mit nach vorne. Alaba lässt sie ein bisschen zurückfallen. Und in der Mitte, da hat Lewandowski Platz, aber der Pass kommt nicht von Alaba. Schade, wird da mit der Grätsche gerade noch so vorbeigetrennt. Aber jetzt hat Lewandowski mal. So, Lewandowski zu Sanchez. Renato Sanchez macht es! Er macht's! Das ist sein erstes Tor! Das ist sein erstes Tor! Renato Sanchez im Pflichtspiel für den FC Bayern München mit seinem Tor. Ich halte so unglaublich viel von ihm. Und hier zeigt er auch, warum. Er haut den Ball rein und macht das endgültige 3:0. Zeit ist es geworden. Lang hat es gedauert und die Bayern führen mit 3:0. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich auf Legende hochstellen soll. Renato Sanchez, 90. Minute. Sein allererstes Tor in der Bundesliga. Ich hoffe, dass er noch eine ganz, ganz große Zukunft beim FC Bayern vor sich hat. Wie gesagt, ich halte sehr viel von ihm. Und er wird hoffentlich ein ganz, ganz großer werden in ein paar Jahren. So, jetzt die letzten Minuten laufen. 3 Minuten gibt es oben drauf. Der Schiri wird jetzt abpfeifen. Und so ist es. Also, der erste Spieltag. Das erste Spiel in der neuen Saison. Die Bayern holen die 3 Punkte und ziehen damit weiter. Ja, 3:0, 3 Punkte, Werder Bremen hatte es schwer. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich probiere es beim nächsten Mal auf Legende. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt. Robert Lewandowski, 2 Tore hat er gemacht, 6 Schüsse hat er insgesamt. Er hat 2 absolute Top-Tor-Chancen noch liegen lassen. Aber ganz egal, wir haben 3:0 gewonnen. Ich bin absolut zufrieden. Und ich werde auf Legende hochsteigen, habe ich jetzt mittlerweile beschlossen. Das werden wir auch dieses Mal noch machen. Die Allianz Arena scheint auch zufrieden. Stimmung ist gut. Da freuen wir uns doch drüber. Ja, puh, war einiges los. Und chancenmäßig, Werder Bremen hat ja gar nichts gehabt. Ich weiß es nicht, war jetzt Werder Bremen so schlecht oder... Ja, reicht einfach Weltklasse für uns nicht. So, wie sieht es eigentlich mit den Noten aus? Stimmt. Lewandowski 9,5, Costa 9,4, Sanchez 8,6, Boateng noch eine 8,3, Lahm eine 8,0. Alaba eine 8,1. Also alle 8 waren eigentlich sehr gut gewesen. Ja, ich glaube, die Noten haben sie echt besser gemacht als in FIFA 16. So. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz in den Briefeingang rein. Oh, Nationalspiele sind. Das heißt, ein paar... Oh, es sind echt viele Spiele von uns unterwegs. Alles klar. Und wir haben Transferangebot für Holger Badstuber. Badstuber will ich aber behalten. Ich finde ihn trotz seiner ewig langen Verletzungsserie... immer noch wichtig. Und Leicester City möchte ihn haben. Na. Na, Leicester City, ihr bekommt so einen Holger Badstuber nicht. So. Ich wollte ja nur die Auslosung von DFB-Pokal von der ersten Runde euch zeigen. Und zwar schauen wir die mal ganz kurz an. Begegnungen, DFB-Pokal. Hier sehen wir übrigens schon mal die allererste Runde. Also, Düsseldorf ist rausgeflogen gegen Bochum. Die 60er sind raus gegen Braunschweig. Schade, kein bayerisches Derby in München.
Dann Würzburg Kickers sind weiter und Bielefeld ist auch weitergekommen. Und jetzt gibt es die Runde 2. Also, wir schauen mal ganz auf die Top-Begegnungen. Dortmund gegen Bielefeld, Wolfsburg in Kaiserslautern, RB Leipzig gegen Bochum, Darmstadt gegen Nürnberg und der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Also ein absolutes Topspiel zu Beginn der DFB-Pokalsaison. Schalke gegen Erzgebirge Aue und die Würzburger Kickers gegen Hertha. Die anderen Begegnungen könnt ihr ja so durchlesen. Jo, soweit dazu. Beim nächsten Mal, wir schauen mal ganz kurz auf den Kalender, da sehen wir schon, DFB-Pokal ist hier irgendwo, wo ist er denn? Da unten ist, erst Ende Oktober, das ist aber schon ganz schön spät. So, auf jeden Fall beim nächsten Mal geht's in der Bundesliga weiter gegen den FC Schalke und dann geht's schon los mit Champions League, PSV Eindhoven. Und ich würde sagen, gegen Schalke, da machen wir es einfach nur auf Weltklasse. Wenn wir gegen Schalke auch so viele Tore und so überlegen sind, dann schalten wir hoch auf Legende. Und ja, soweit machen wir uns dann weiter. Für heute mal Schluss. Beim nächsten Mal gibt es dann den Abschluss vom Transfermarkt. Da würde ich ja gerne nur einen Spieler holen, einen Donnarumma. Aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen bei euch. Beim nächsten Mal noch Transfermarkt, dann geht es weiter gegen Schalke. Bis dahin, bleibt am Ball und bis zum nächsten Mal. Ciao.